Freunden Angst und Schmerzen, der Vertreibe Sinn und Tod, denn sie quälen in der Montana, weit im Westen Amerikas. Hier, in einem stillen Tal am Fuße der Rocky Mountains, leben Ora Miller, seine Frau Orpha und ihre große Familie. Die Millers sind Amish. Vor mehr als 300 Jahren kamen ihre Vorfahren aus Deutschland in die neue Welt. Vor 17 Jahren fingen die Millers hier mit einem Sägewerk an. Inzwischen bauen sie vor allem Blockhäuser. Die einzelnen Stämme werden an Ort und Stelle so präzise bearbeitet, dass sie später auf der Baustelle nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können. Seit einigen Jahren führen Elvi und Lloyd, Oras Söhne, die Geschäfte. Firmengründer Ora Miller hat sich aufs Altenteil zurückgezogen. Aber mindestens einmal am Tag lässt er sich trotzdem hier sehen. Wenn die Amish unter sich sind, sprechen sie meistens Pennsylvania Dutch miteinander. Einen im Kern süddeutschen Dialekt, den ihre Vorfahren mit über den großen Teich brachten. Probeaufbau vor dem Transport zur Baustelle. Die Qualitätskontrolle macht der Chef selbst. Sein erstes kleines Sägewerk hatte Ora schon Jahre, bevor sie hierher kamen, gegründet. Wir waren gut aufgestellt, als wir damals begannen. Ich wusste, dass wir wachsen würden, aber nicht in diesem Umfang. Nach mehr als 30 Jahren, in denen es die ganze Zeit besser und besser wurde und meistens bergauf ging, haben wir jetzt einen ziemlich hohen Qualitätsstandard erreicht. Hier bereiten wir die Stämme maßgerecht vor und schaffen 100 Quadratmeter pro Woche. Auf der Baustelle werden sie nur noch zusammengesetzt. Da schaffen wir 100 Quadratmeter am Tag. Da geht's sehr schnell. Hier in Montana, etwa 10 Kilometer von der kleinen Siedlung Libby entfernt, fanden Ora und seine Familie vor 17 Jahren den Ort, an dem sie ihre Zukunft bauen wollten, die sie in ihrer alten Umgebung für sich nicht mehr sahen. Pferde, ein bisschen Landwirtschaft und ein Leben in der Gemeinschaft ihrer Glaubensbrüder. Danach suchten die Amish in Amerika schon zu allen Zeiten. Im Rhythmus der Jahreszeiten, in enger Verbindung mit der Natur leben, mit den eigenen Händen den Lebensunterhalt verdienen, das sind bis heute die Tugenden der Amish. Lloyd ist seit einigen Jahren das geistige Oberhaupt der Amish von Libby. Er hat seinen Vater Ora abgelöst und hält nun die Geschicke der Gemeinschaft von fast 80 Menschen in seinen Händen. In der Abgeschiedenheit des Waldes und der Berge sucht Lloyd oft das Zwiegespräch mit seinem Gott und Antwort auf die Frage, welche Richtung die Gemeinschaft der ihm Anvertrauten nehmen soll. Sein Pferd, sein Hund und die Einsamkeit sind seine Verbündeten. An diesem Platz fühlt sich Lloyd seinem Gott besonders nahe. War damals die Entscheidung schwer, nach Libby zu kommen und noch einmal ganz von vorne anzufangen? Als wir hierher kamen, fragte ich Gott, und was machen wir in schweren Zeiten? Und er antwortete mir, ich bin dein Beschützer, ich werde mich um dich kümmern. Auch wenn wir in Not sind, in Bedrängnis, in harten Zeiten leben, wir müssen unsere Augen auf Gott richten. Alles hier erscheint wunderbar, großartig, überwältigend. Aber jeden Tag herrscht, wie die Bibel sagt, Krieg um die Seelen. Und darum dürfen wir niemals zurückweichen. Die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das betrachtet Lloyd als seine wichtigste Aufgabe. Denn längst sind erste Konflikte aufgetreten. Gibt es Risse in der einst so heilen Welt der Amish? Besonders die jungen Leute wollen mehr Freiheit oder das, was sie dafür halten.
Ora und Orpha bewohnen ein eigenes großes Haus, natürlich mit Garten. Heute ernten sie Himbeeren und Erbsen. Auf den ersten Blick ein wohlverdienter Lebensabend nach einem arbeitsreichen Leben. In Harmonie und Glaubensgemeinschaft mit der großen Familie. Wir leben durchaus nicht in einer perfekten Gemeinschaft, aber wir leben so, wie es uns die Bibel lehrt. Wir arbeiten mit unseren Händen und sind nah dran an der Natur. Das liegt uns im Blut. Ich glaube, so waren auch unsere Vorfahren in Deutschland. Also machen wir noch heute dasselbe. In einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Aber wir stehen für die gleichen Dinge ein wie sie. Am späten Nachmittag kommt Lloyd von seinem Ausflug in die Einsamkeit zurück. Er hat Kraft getankt. Die Ruhe hat ihm gut getan. Viele der Entscheidungen, die er in letzter Zeit fällen musste, waren nicht einfach. Wir hatten eine Menge schwieriger Situationen in der Familie. Nicht nur zwischen meinem Vater und mir, auch zwischen meiner Frau und mir und unseren Kindern. Wegen der Veränderungen hier. Auch für mich ist es schwer, mich von etwas zu trennen. Aber ich trenne mich von dem, was mir nicht hilft, was nicht wirklich wichtig ist. Was wir behalten, was wir haben, ist unser religiöses Erbe. Von unseren Werten wie Familie, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft werden wir uns nie trennen. God is great and God is good, and we thank Him for our food. By Thy hands we all are fed. Give us, Lord, our daily bread. Amen. Von den 13 Kindern, die Lloyd und seine Frau Marietta hatten, leben noch 9. Das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Abendessen ist Alltag bei den Millers und den anderen Amish von Libby. Kartoffelpüree gibt es fast immer zum Fleisch. Kartoffeln, Krummbeeren heißen sie auf Pennsylvania Dutch. Joanna und Orpha, die beiden ältesten Töchter, haben schon einen festen Freund. The purpose was to build a community that would invite the presence of God. Wir wollten eine Gemeinschaft aufbauen, bei der Gott im Mittelpunkt steht. Eine Gemeinschaft, die auch diejenigen einbezieht, die um uns herum in der Nachbarschaft leben. Und für meine Familie wollte ich einen sicheren Platz schaffen, wo ihr das Böse, das sich hier in Amerika in viele Amish-Gemeinschaften einschleicht, nichts anhaben kann. Orpha und ihr Bruder Joseph sind begeisterte Musiker. Joseph spielt sehr gut Gitarre. Und Orpha hat eine tolle Gesangsstimme. Wie halten Sie es mit dem Glauben? Amish jedenfalls sehen Sie ganz und gar nicht aus. Kirche ist sehr wichtig. Ich weiß, dass viele etwas gegen Kirche haben. Aber ich glaube, dass jeder eine Glaubensgemeinschaft braucht, zu der er gehört. In der Tradition der Amish hat es immer eine Rolle gespielt, wie man die Welt außerhalb der Gemeinschaft gesehen hat. Wir beide haben uns lange so gekleidet wie alle anderen Amish auch. Aber jetzt sind wir freier und flexibler. Wir glauben nicht, dass sich Gott für Äußerlichkeiten interessiert. Er schaut nur ins Herz. Diese Art von Freiheit zu haben, ist wirklich großartig. Musik interessiert mich und ich möchte noch mehr damit machen. Ich wollte auch immer etwas mit Musik zu tun haben. Vielleicht sogar eine Art Ausbildung. Mein großer Traum wäre es, eines Tages zu singen, aber... Vater, wir bitten dich.
Im Glauben ist die Generation der Enkel nicht weniger tief verwurzelt als die der Großeltern. Aber mehr und mehr machen die jungen Amish Kompromisse, etwa in ihrer Kleidung. Für die Älteren ist die nicht mehr aufzuhaltende Auflösung der alten Traditionen eine große Herausforderung. Aber letztendlich Gottes Wille. Die jungen Leute wollen heute etwas anderes. Sie sehen die Welt, sie schauen nach Hollywood, sie interessieren sich für Mode und all diese Dinge, die eine große Ablenkung sind. Im Grunde passiert Folgendes. In einer Gemeinschaft, die Eigenes aufgibt, wird es immer Menschen geben, die von außen mit neuen Gedanken kommen. Ich rede hier von populären Predigern, die kommen und wollen die Menschen in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Die reden mit spitzer Zunge und sie schmeicheln sich ein, sie täuschen die Menschen. Diese Art von Täuschung gab es von Anbeginn der Menschheit. Schon Eva wurde verführt und noch immer werden Menschen in die Irre geführt. Einen Laden, ein Lebensmittelgeschäft aufzumachen, war auch eine Idee von Ora. Die Kunden kommen aus der ganzen dünn besiedelten Gegend. Der Laden ist also ein zweites Standbein neben Sägewerk und Blockhausbau. Hier im Geschäft fühlen sich die beiden Alten sehr wohl. Und oft packen sie noch mit an. Der Platz am Fenster ist ihr Lieblingsplatz. Wie entstand die Idee mit dem Laden? Wir wollten schon immer Leuten Arbeit geben, damit sie etwas zu tun haben. Die meisten Menschen wollen nur satt werden und ein Dach über dem Kopf haben. Wie man ein Geschäft führt, wissen sie nicht. Um genau diejenigen, die nichts selbst machen können, wollte ich mich kümmern. Und deshalb wollte ich diesen Laden hier haben, damit die Leute etwas zu tun haben. Diese Herren sind Stammgäste aus der Nachbarschaft. In der Bäckerei arbeiten Oras Enkelinnen und Tochter Leona. Bei der Arbeit oder im Haushalt. Bei vielen Tätigkeiten des Alltags singen die Amish. Ora und Orpha auf dem Weg zu einer besonderen Veranstaltung. Ihnen schwant Böses. Die ganze Gemeinde ist heute auf den Beinen. Elvi ist mit dem Fahrrad gekommen, hat seine Kinder im Anhänger transportiert. Seit einigen Jahren schon ist hier erlaubt, was in anderen Amish-Gemeinschaften verboten ist. Das Fahren von Autos. Ora hat mit 64 Jahren seinen Führerschein gemacht. In diesem Zelt soll heute ein frommes Konzert stattfinden. Für Ora und Orpha ist das ein Teil der Welt, den sie nicht mehr verstehen. Ob Lloyd wusste, was er tat, als er die Genehmigung zu dieser Veranstaltung gab? Alle sind gekommen. Die Kinder, die Enkelkinder, einige Besucher von außen. Mit der Welt der Amish, in der Ora und Orpha groß wurden, in der sie ihr ganzes Leben verbrachten, hat das hier nichts mehr zu tun. Für die meisten aber in der Gemeinschaft ist es eine Brücke zur Welt da draußen. Fremdartig und faszinierend ist es, was da vorne vorgetragen wird. Ora und Orpha trauen ihren Ohren und Augen nicht mehr. Ihre Enkel gehen begeistert mit. Und Lloyd, woran mag er denken? Ist das die Veränderung, die er meinte? Die stille Welt der Amish ist auf einmal bunt und laut. Und die traditionellen Werte der Amish, Demut, Bescheidenheit, Abgekehrtheit von der Welt, scheinen plötzlich auf den Kopf gestellt. Die beiden Großeltern fühlen sich unsicher und sichtbar unwohl. Die Enkelgeneration dagegen genießt dieses völlig neue Lebensgefühl. Marietta offenbar auch.
Gegensatz zu ihrem Mann Lloyd.